Ein Brautkleid, das fast nichts kostet und dazu auch noch super aussieht. Sowas wollen sich ein paar Frauen aus New York tatsächlich ausgedacht haben. Und die Stücke sind aus einem sehr ungewöhnlichen Stoff, Toilettenpapier. Wie die Roben aussehen und warum es sogar einen Wettbewerb um das schönste Klokleid gibt, Sandra Lange hat die Bilder für Sie. Satin, Seide oder Spitze, das ist hier die Frage. Und neuerdings kommt beim Hochzeitskleidkauf noch eine weitere dazu. Soll's einlagig, zweilagig oder dreilagig sein? Denn die günstige Alternative ist so nah. Auch bei Ihnen im Badezimmer schlummert das Potenzial für ein Top-Brautkleid. Wie zum Beispiel dieses hier für 4,95 €. Oder dieses für 15,50 €, gebastelt aus Klopapier. Einziger Haken, es darf am Hochzeitstag nicht regnen. Für den Wettbewerb einer amerikanischen Hochzeitsseite im Internet haben 1000 Nachwuchsdesigner ihre Kreationen per Foto eingeschickt. Erlaubt sind Toilettenpapier, so viel man möchte, Kleber, Nadel und Faden und Klebeband, sonst nichts. Die oberste Regel ist, dass das Kleid tragbar sein muss. Es muss angezogen werden können. Das ist die größte Herausforderung bei der Herstellung. Leute haben schon Kleider in Miniaturgröße eingeschickt für Puppen. Das gilt natürlich nicht. Der Traum in Weiß besteht aus 3 bis 42 Klorollen. Und so wird's gemacht. Zuerst mit Klopapier einwickeln, dann einmal komplett Klebeband drumherum, aufschneiden und fertig ist das Gerüst. Darauf werden dann die Toilettenpapierrüschen befestigt. Manche basteln ihr Kleid in einer Woche, andere brauchen 4. In Boca Raton, Florida quetschen sich gerade Models in die 3 Finalkleider. Nachteile? Offensichtlich. Aber auch die Vorteile liegen klar auf der Hand, beziehungsweise kleben am Kleid. Man braucht am Altar keine Taschentücher und nach der Trauung wird man täglich, wenn man seinen Geschäften nachgeht, ans Jawort erinnert. Das Kleid klebt an mir und es kratzt. Ich schwitze total. Außerdem knistere ich wie eine Mülltüte und ich habe dauernd Toilettenpapier an den Händen. Ein Paar hat sich in der Tat schon so getraut, 2007 in einer öffentlichen Toilette in New York. Heute gewinnt diese Kreation und die Designerin 700 €. Das Gewinnerkleid ist sehr modern. Es ist akkurat gearbeitet, originell und die Idee mit den Federn ist toll. Es gibt so viele hübsche Details. Was kostet so ein Kleid, wenn es aus Seide wäre? Ich denke so 2.000 bis 3.000 Euro. Und wer sich mit dem Ja-Wort dann doch nicht so sicher ist, der kommt schneller aus der Sache raus, als dem Bräutigam lieb ist.